trotzdem, ach, Hallöchen. Herzlich willkommen. Hier ist euer Xalbotchen wieder mit dem terranischen Imperium. So. Und wir haben hier oben jetzt die Grenze dicht gemacht. Und damit Zilimi quasi den Weg abgeschnitten. Weiter können sie jetzt nicht vorrücken. Allerdings unter einem doch recht großen Risiko, was ich hier eingehe, muss ich ehrlich gestehen. Denn Uveron ist hier quasi in unmittelbarer Nachbarschaft von, ich habe mal ungefähr ausgerechnet, es sind 18.000 Truppen. Und hier oben sind auch noch welche, die gehören alle zusammen, auch die hier. Die kommen offensichtlich aus dem Schwarzen Loch. Und hier muss ich irgendwie dann mal abblocken. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber mein Ziel ist jetzt erstmal hier dicht zu machen. Dass weder von denen, noch von denen, noch von denen. Also ich will hier erstmal eine Blockade reinbringen. Auf der anderen Seite will ich hier eine Blockade reinbringen, Ayam. Um die Pelks, die doch, die haben ja schon Ansprüche hergestellt und ich bin mir sicher, dass sie demnächst noch mehr Ansprüche stellen wollen. Müssen wir hier dicht machen, dass die hier nicht einfach reinschlawinzeln, weil die gerade Bock haben. Und ich muss natürlich sichern hier für das gesamte Hinterland hier hinten, damit die da nicht reinkommen. Ich habe denen die Grenzen dicht gemacht, die können hier nicht um die Ecke. Und ansonsten habe ich mir gut Land gesnackt, muss ich ehrlich sagen. Bin da von der Landmasse sehr zufrieden. Hier gibt es auch noch etliche Planeten. Auch doch noch eine ganze Menge Grüne, die wir noch kolonisieren können. Ich habe übrigens jetzt schon ein Kolonieschiff wieder gebaut. Und das will ich hier hinbringen. Ach, hier. Glaube ich. Oder nach Sarak. Ich wollte nach Sarak, ne? Das war es gewesen. Sarak war das Beste, was wir momentan im Angebot haben. Du fliegst nach Sarak. Der Planet war echt hammergut. Hier wahnsinnig viele Flächen. Die Bewohnbarkeit ist zwar nur 28%, aber daran kann man noch arbeiten. Soweit ich weiß, kann man das noch irgendwie verbessern. Und das kostet, es ist deutlich ressourcenintensiver als normal. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Werte angucke, was wir aus dem machen können. Hier ist ja, ne, 14 Distrikte kann ich hier hinballern. Und wir brauchen unbedingt Energie. Und ich würde hier erst direkt als erstes dann 9 Energiedinger hinknallen. Das sind 18. Aber 2, wie viel Energie macht eine? Gucken wir nochmal hier rein kurz. Wie viel bringt ein Energiedistrikt? 8. Grundproduktion 8. So, und ich kann hier auf diesem, könnte ich dann 9 mal 8, das sind ganz gepflegte fast 80. 72 plus könnten wir, dann hätten wir das Energieproblem endlich gelöst. Also ist Sarak meine Wahl, auch wenn die Bedingungen schlecht sind, aber die Menschheit will sich ja ausbreiten, dann muss sie halt auch damit leben, dass ja mein Planet nicht so aussieht wie die Erde, ne? Also auch mal ein bisschen schlechter, kälter, ungemütlicher ist. Aber letztendlich sollen da ja auch nur ein paar hocken und die Generatoren bedienen. Und den Strom für die anderen bereitstellen. Das, denke ich, ist eine gute Idee. Und deswegen werde ich das so umsetzen. Gut, die Militärs sind unterwegs nach hier. Das dauert noch ein paar Minütchen, bis die da sind. Und dann werden wir uns dem hier entledigen. Hoffentlich, so werden wir es klar. Und wir müssen die unbedingt hier im Auge behalten. Was die tun. Und wir müssen auf jeden Fall auch die hier im Auge behalten. Was hier jetzt noch passiert, weil jetzt sind hier schon 2 Flotten. Nebenbei erforschen wir hier noch das und dann nachher gleich hier oben das auch noch. Das ist dann auch noch in Arbeit. Special Project complete. So, wild machende Sporen.
Die Untersuchung des seltsamen und wilden Verhaltens der Bewohner von Deteris, das war das hier, wo die so ausgeflippt sind, ist abgeschlossen. In diesem riesen Netzwerk von Höhlentunneln, die die Erdkruste durchdringen, wurde ein mysteriöser Pilz gefunden. Na. Er wächst überall in den Höhlen, egal ob auf dem Boden, an den Wänden, an der Decke, und erstreckt sich über tausende von Kilometern. Der Pilz setzt häufig Sporen frei, die aus den Höhlen getragen werden. Zu welchem Zweck wurde zwar noch nicht festgestellt, aber wir wissen mit Sicherheit, dass er bei unserer Spezies primitives Verhalten hervorruft und Urtriebe freisetzt. Das erinnert mich sehr stark an eine Folge bei Stargate. Die primitives, wo Jack O'Neill dann hier so urmenschenmäßig wird. Wir können versuchen, eine nützliche Anwendung dafür zu finden, oder wir können den Pilz ausrotten. Nutzen der Pilze. Vernichtung der Pilze. Nutzen der Pilze. Ist damit dann die Gefahr beseitigt? Situation Log updated. Also ich bin für die Nutzung. Situationsprotokoll geht weiter. So, erforschen. Das wirft uns natürlich in der anderen Forschung wieder zurück, aber ich muss dieses Pilzproblem loswerden. Und Teres, wie sieht es jetzt hier aus? Immer noch 29, randalierender Haufen. Okay, machen wir weiter. Construction complete. Construction complete. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ah, Oberon. Sehr schön. Oberon ist fertig. Dann kann ich hier erstmal mein Konstruktionsschiff wegbewegen. War mir doch echt ein bisschen. War mir noch echt heikel, dass das hier so ganz alleine hier direkt neben den fast 20.000 gegnerischen Kriegsschiffen steht. Okay. Warum wird hier jetzt nicht mehr weiter geforscht? Was habe ich da gemacht? Was mit dir? Du sollst hier erkunden. Und du sollst da erkunden, genau. So soll das sein. So habe ich das mir gedacht. Du sollst hier nicht einfach wieder wegfliegen. Die zwei sind ja noch gar nicht erforscht. Gut, mit dem Konstruktionsschiff werde ich jetzt erstmal hier lang fliegen und diese ganzen Dinge alle aktivieren hier. So, bis hier. Damit wir erstmal wieder ein paar Boni reinkriegen in unsere ganze Statistik. Weil bis jetzt haben wir ja nur versucht, hier erstmal die Grenze zu etablieren. Jetzt geht es darum, auch auszuschöpfen, was wir gefunden haben. Und dann die Grenzen zu sichern. So, was haben wir jetzt hier für ein Problem? Niedriger Lagerbestand an Energie. Minus 55. Ja. Okay, aber ich habe auch nicht mehr viel, was ich verkaufen kann. Ich könnte noch ein bisschen Essen verkaufen. Kann man 1000 Essen verkaufen? Das wird nicht lange halten. Minus 55 ist echt heftig. Was ich nochmal gucken kann, ist, hier haben schon alles voll. Hier geht noch ein Generator. Das darf ich noch nicht freigeben. Maximale Generator 3. Das darf ich machen. Okay. Das geht nicht. Kato. Ein Generator mehr. Fehlende Technologie. Das geht nicht. Hiat. Wie sieht's hier aus? Oh ja, Hiat können wir noch machen. Hiat. Ah, jetzt haben wir keine. Das auch alle. Puh. Aber wir merken uns mal Hiat.
kann Generatoren noch bauen. Vorübergehend, bis wir was Besseres haben. Okay. Habe ich hier Atom schon festgelegt? Nee. Daraus soll eine Agrarwelt werden. Kann aber auch noch Generatoren, aber wir haben momentan halt kein Mineral mehr. Das müssen wir erst noch vermehren. Was wir dann hier gleich tun werden, indem wir hier lang düsen und diese ganzen Dinge alle freischalten, das wird uns Energie bringen. Hier Mineralien, hier 14. Ja, das wird ordentlich was bringen. Das wird aber auch ein bisschen dauern. Ja, so. Kann jetzt hier. Achso, das habe ich ihm jetzt automatisch gesagt. Gut, das macht er jetzt gleich. Und dann geht's weiter an der Stelle. So, das Militär ist auf dem Weg. Spaceborn und gar nichts. Mit denen sind wir jetzt gut, ne? Das ist ja. Das Schöne ist, dass Feinde wahrscheinlich mit denen nicht gut können. Was haben wir hier? Oh Gott, Saphir-Lurker ist. Achso, ja, die waren das. Ja, alles klar. Ich erinnere mich. Aber die haben wir erforscht und die anderen halt noch nicht. So, die Rivers, da müssen wir auch aufpassen. Ich würde gerne nochmal hier bei Kontakten gucken. Mal kurz Pause, damit ich nichts verpasse. Wir sind jetzt momentan hier. Das heißt, wir sind jetzt ebenbürtig mit den Pelks. Mit dem Evandari, mit dem Obevni. Sandrae Yondarin. Und Tacho, die interessiert uns nicht. Die hier. Ebenbürtig. Und wir haben halt hier zwei Bases hintereinander. Das ist gut für uns. Auch wenn die uns absolut hassen. Aber da müssen wir halt aufpassen. Dass sie nicht irgendwann einen Rappel kriegen und auf uns losmarschieren. Lostran. Dann haben wir hier Commonwealth. Die Flotte ist überlegen, aber die kommen halt nicht an uns ran, weil die ja hier im Weg sind. Das ist gut. Die Selini sind der Flotte auch überlegen. Ich hätte wahrscheinlich doch eher hier hingehen sollen und das lassen. Dass die sich mit denen eine Wolle kriegen. Na gut. Und die Hesuk sind auch überlegen. Die Gorfstar sind überlegen, aber das sind alles keine direkten Nachbarn. Okay, also momentan sieht es gut aus. So, von daher. Schickimicki. Die rühren sich nicht, das ist gut. Hier geht's weiter. Hier sind die Schiffe gleich da. Mach schon mal weiter. Das Kolonieschiff. System Survey complete. Kolonieschiff ist unterwegs. So, hier ist nichts Großartiges zu holen. Er macht da noch weiter. Dann habe ich hier noch zwei Stück. Dann haben wir alles. Und hier haben wir noch eine Anomalie. Giftige Lebensmittel. Special Project complete. Mal kurz Pause. Hier oben haben wir noch eine Anomalie. Scheint 1 von der halbwegs fortgeschrittenen Prä-Raumfahrtzumessung. Okay, das machen wir dann noch auf dem Rückweg mit, würde ich sagen. So, Sporen betrieben. Über den Ausgängen der von Pilzen befallenen Höhlensysteme wurden Industrieanlagen gebaut. Neben der Filterung und Regulierung der Sporenausbreitung können diese Anlagen auch überschüssige Sporenwolken in nützliche exotische Gase umwandeln. Jawohl! Sehr geil. Das Bevölkerungswachstum nimmt allerdings weiter zu, da die etwas unruhigen Bewohner von Deltiris ihren Drängen häufiger nachkommen, was leider auch bedeutet, dass das Ausmaß an Gewalt und Konflikten etwas höher ist.
Okay, aber wir haben es quasi in den Griff gekriegt. Das heißt, der Planet ist 3%, ja. Ja, okay, komm, geh. Noch ein Generator-Distrikt. Ich muss unbedingt mit dem Strom hochkommen. Das ist das Wichtigste, den Strom hochzukriegen, dass wir da nicht abschmieren, weil ich kann nicht mehr allzu viel verkaufen. Wir produzieren auch nicht allzu viel. Müssen dagegen steuern, und zwar schnell. Das Kolonieschiff wird hier hinfliegen und wird dann hier einen kompletten Generatorplanet bauen. So. Okay, und in der Zwischenzeit werde ich hier gucken, dass wir hier Energie, neuen Energie, sehr gut, dass es da vorangeht. Wo willst du eigentlich hin? Achso, du sollst das hier erforschen, genau. Und du sollst das hier erforschen, machst du das auch? Ja. Okay. Observatorium. Also ich werde ihn komplett hier durchjagen bis hier. Und ich denke, dann werden wir uns den machen wir bis hier, wer weiß, was danach kommt. Das hier wird einen schönen Schub geben, das 9er wird einen schönen Schub geben. Dann werden wir uns wahrscheinlich den hier noch holen, das ist auch ein 9er. Und in der Zwischenzeit dürfte ja dann auch der Planet hier unten dann besiedelt worden sein. Ich denke, dass wir da zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Weiter im Text. So, das Militärschiff. Eine weitere Anomalie haben wir gefunden, und zwar Carino X. Construction complete. Wo ist Carino X? Stufe 4 Forschung. Die kannst du gleich mit erforschen. Kannst du gleich direkt machen. Und dann muss ich mal kurz Pause machen, dass das nicht alles passiert. Hykan-System, wo ist das? Ah ja, das war die Geschichte. Neue Präsidentenwahl. Gut, werden wir sehen. 54%, dass unser wiedergewählt wird. Das ist gut. Dann wir haben eine Anomalie gefunden. Das habe ich gesagt, soll er gleich mitmachen. In Kiram wurde eine Bergbaustation abgeschlossen. Und da wurde eine befördert. Und so, dann können wir nämlich von hier fliegen wir weiter nach da. Bergbaustation bauen. So, ich werde jetzt nicht hier diesen Haken schlagen, weil der, glaube ich, nicht schnell genug ist. Oder doch? Wenn ich den Haken schlage, muss ich hier nicht nochmal hin, ne? Aber dann muss ich die halt auch alle einnehmen. Und das will ich nicht. Ich will hier oben weiter einnehmen. Es sei denn, hier kommt noch irgendwas mega Tolles plötzlich. Dann würde ich hier nochmal zurückkommen. Aber hier sehe ich ja schon mal Carneo. Okay, hier ist ganz schön was los. Hier haben wir einen, hier haben wir einen mit Monden, hier haben wir einen mit Monden. Hier ist eine Menge. Mal sehen, was er hier findet. Vielleicht ist da noch was mit Potenzial, dann würde ich doch hier lang gehen. Schauen wir mal. Machen wir davon abhängig. Gut. So, die erste Militärflotte ist da, die zweite ist unterwegs, die erste Terranische mit 1000. Okay. Oh, 250.
Achso, das habe ich hier schon im Auftrag. Der ist schon fast fertig. Sehr nice. Bin ich mir selbst schon wieder voraus. Sehr gut. Okay. Finde ich gut. Ich könnte eigentlich mit dem Konstruktionsschiff dahin fliegen und hier schon mal eine Basis bauen. Das ist eine Idee, weil 5 sind 6, ist schon mal ganz gut. Das wird uns hier entlasten. Oh Gott. Weil die brauchen ja eh noch ein bisschen hier hin. Bis dahin hat er das hier erledigt. Und schauen wir weiter. Fortsetzen. Sind hier ziemlich weit runter mit den Werten. Niedriger Lagerbestand an Energie. Ja, ich weiß. Ich weiß es doch. Ich bin ja dran. Hier holen wir uns nochmal 5 Energie. Hier holen wir uns gleich nochmal 4 Energie. Das sind schon mal 10. Gemäß dem Mandat unseres Präsidenten wurden unsere planetaren Distrikte ausgebaut. Jawohl! Wunderbar. Ivan Larionov hat wieder gewonnen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Die Stimme ist Ayam. Fertig. Gut. Bergbaustation wird gearbeitet. Die Bergbaubasis. Am Boden eines großen Kraters auf Yosk Format 3A sind Reste einer kleinen Vultom Helium 3 Bergbaubasis gefunden worden. Die Explosion, die der Krater erzeugt hat, scheint aus dem Inneren der Einrichtung gekommen zu sein. Falls die Bergbautechniken der Vultom nicht radikal anders als unsere waren, kann solch eine gewaltige Explosion nicht durch einen Maschinenfehler oder einen Unfall ausgelöst worden sein. Alles klar, das ist ein neues, Log updated. Ein neues Spezial. Und dann gucken wir hier nochmal. Die Asimov hat eine merkwürdige Energiesignatur erfasst, die irgendwo tief aus den Atmosphären von Carinox. Wo ist Carinox? Hier. Carinox 10 zu kommen scheint. Sie scheint aus einer Art von Struktur zu stammen, möglicherweise den Überresten einer Orbitalstation. Der atmosphärische Druck aber macht eine Annäherung unmöglich. Trotzdem könnten wir mit Scans einer Signatur eine große Anzahl wertvoller Daten sammeln. Okay, 150 extra Physikpunkte. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Und ich muss gleich wieder Energie einkaufen. Das wird echt heftig, weil ich habe danach nichts mehr, was ich mehr kaufen kann. Wir müssen das mit dem Strom endlich in den Griff kriegen. Hier kann ich keinen Strom mehr machen, hier auch nicht. Hier auch nicht. Erst wenn der Seetang weg ist. Hier kann ich auch keinen Strom mehr machen. Hier geht auch nichts momentan. Hier geht noch. Noch einen kann ich noch machen. Und hier kann ich noch einen machen, aber dafür habe ich jetzt wieder keine. Okay, es wird echt knapp hier. Aber ich habe jetzt endlich unsere Energiewelt gefunden. Die hier wird. Ups. Was ist jetzt passiert? Die Nyklax-Koalition hat die Grenzen geöffnet. Okay. Die Natfankan haben uns beleidigt. Gesandter ist gestorben. Mal kurz Pause machen. Omagos hat die Kirche gebaut. Das war hier drüben. Dann fliegst du bitte hier hin und machst hier Bergbau. Es fehlen, dann machst du erstmal die Forschungsstation.
Dann bitte der Anführer hier. Gesandter ist gestorben. Wie kriege ich denn jetzt Generäle, Gouverneure rekrutieren? Generäle. Kontakte. Nee, warte mal. Wie kriege ich denn jetzt einen neuen Gesandten? Also, einer von den beiden. Einen habe ich ja hierhin geschickt. Beziehung verbessern. Niedriger Lagerbestand. Nahrung. Hex und Yondarim. Yondarim ist hier. Anführer können nicht der gleichen Tätigkeit zugewiesen werden. Was heißt das für uns? Was muss ich denn jetzt machen? Gouverneur rekrutieren? Generäle, Admirale, Wissenschaftler, Generäle. Ich bin überfordert, ich weiß nicht, was ich tun muss hier. Ja, das habe ich gecheckt. Das sind noch 1000 Tage, das ist egal. Oder 1000 Monate. Wir ziehen das auf jeden Fall hier durch, wie ich das geplant habe. Das Militär ist inzwischen komplett da. 1300. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein. Und was ist das hier? Eine offensive, defensive Fähigkeit der Flotte. Drohnen. Uralte Bergbaudrohnen. System Survey complete. System Survey complete. Das ist Elamir. Construction complete. Irgendwie ist die zweite schneller als die erste. Research complete. Ihr wartet bitte, bis die anderen auch da sind. Da kommen sie nämlich an und jetzt kommen gleich meine anderen an. Hoffe ich doch. So. Construction complete. So, und schon geht's los. Gegen die Drohnen. Ja, die Drohnen gehen runter. System Survey complete. Ja, das scheint ganz gut zu laufen für uns. Gefecht gewonnen. Alle, nee, 6 von 10 Drohnen sind tot. Wir haben nichts verloren. Sehr gut. So, zurück. Jetzt muss ich den Wissenschaftler da reinschicken. Thank you.
die Bergbaustation hier bauen. So. Okay, und was wir jetzt hier letztendlich finden werden, ob die Drohnen nochmal zurückkommen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Hier ist auf jeden Fall Construction complete. Die gelben sind jetzt hier hin. Gucken, was das bringt, und das Wahrscheinlichkeitsrätsel, das gucken wir uns dann auch gleich im nächsten an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne das Däumchen da lassen, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ach ja, ein Abo, ne? Ich frage ja sonst nie nach dem Abo, aber könnt euch ruhig mal abonnieren, ja. Also mich. Reingehauen.